Plasma. Selbststeuerung hat das Potenzial, die Leistung, Flexibilität und Robustheit eines logistischen Systems zu erhöhen. Werden autonome Elemente in ein bestehendes System eingeführt, ist es schwierig, das Verhalten des Gesamtsystems aufgrund von wechselseitigen Interaktionsbeziehungen vorherzusagen. Die Simulationsplattform des SFB 637 Plasma ermöglicht Prozessdesignern, die Auswirkungen des selbststeuernden Systems durch Durchführung, Beobachtung und Bewertung der Simulationen genau vorherzusagen. Hier sehen Sie, wie es funktioniert. Zunächst wird das System in Form eines Modells nachgebildet. Für die Simulation ist ein präzises Modell notwendig. Die vom SFB 637 entwickelte Autonome Logistic Engineering Methodik, oder ALEM, bietet die notwendige Notation sowie Werkzeuge und Verfahren für die Erstellung des Modells. Das gemäß ALEM erstellte Modell kann direkt in Plasma verwendet werden. Plasma ermöglicht es, Modelle in ausführbare Simulationen umzuwandeln. Der Code, der für die Simulation von ALEM-Modelle verwendet wird, ist portierbar. Dadurch kann der entstehende Code für die Umsetzung von Demonstratoren oder Anwendungen wiederverwendet werden. Plasma verwendet das Java Agent Development Framework oder JADE, das eine Infrastruktur für Simulationen mit mehreren Softwareagenten bereitstellt. Die Agenten ermöglichen es, selbststeuernde Prozesse softwaretechnisch umzusetzen, da sie dezentrale Planungs- und Entscheidungsprozesse ermöglichen. Plasma erweitert JADE durch Zugabe einer zeitlichen Dimension. Zur Erhöhung der Benutzerfreundlichkeit bietet Plasma ein Weltmodell, das die Darstellung von Paketen, Transportfahrzeugen, Lagereinrichtungen, Straßen, Eisenbahnlinien, Wasserstraßen, Verkehrsknoten und mehr zur Simulation von Verkehrsinfrastrukturen enthält. Simulationen, die in Plasma laufen, zeigen nicht nur, wie das System funktioniert, wenn es umgesetzt wird, sondern auch, wie das System in realen Situationen und bei Chaos wie Lkw-Pannen, Verkehrssituationen und Bestelländerungen reagiert. Plasma bietet eine grafische Visualisierung, Überwachung und Sammlung von Daten für die Auswertung von Szenarien und Ansätzen autonomer Selbststeuerungssysteme. Diese Simulationen helfen, Fehler und Defizite des entworfenen Systems zu identifizieren und ermöglichen Prozessdesignern, so viele Korrekturen wie nötig vor der Umsetzung zu machen. Mit Hilfe von Plasma können Prozessdesigner bestätigen, dass die Einführung eines autonomen Selbststeuerungssystems die gesteckten Ziele erreicht.